Moin! Ja, ich starte hier meine Tour am Schalttag 2024. Jo, ich glaube, ich bin ein bisschen zu dünn angezogen. So warm ist es gar nicht. Bin mal gespannt. Ich friere mir bestimmt einen ab. Ja, ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht das Handy hier runterschmeiße. Ich bin auf dieser abgehängten Brücke für die Fahrradfahrer und Fußgänger. Und da unten ist das Petrustal. Da sieht man sie. Ich muss ja erstmal aus der Stadt raus. Ja, das Wetter ist schon toll. Ich fahre jetzt erstmal in den drei Parks entlang. Um die Innenstadt herum. Ja, da hinten an dem kleinen Wagen, da habe ich gerade einen sehr leckeren Kaffee getrunken. Und in diesen Gebäuden, da war mal Radio Luxemburg drin. So, das ist jetzt der dritte Park. Und jetzt muss ich gleich mal über eine Brücke. Nochmal. Die Rotbrücke. Ja, da drüben ist es schon. Unten ist auch ein Bahnhof. Wie heißt denn der nochmal? Kirchberg Pfaffenthal oder so, glaube ich. Und das ist der Panoramaaufzug. Der ist auch toll. Also oben diese Aussichtsplattform und man kann ja schön rausgucken auf das ganze Tal. Das ist schon super. Und den Höhenunterschied halt ausgleichen. Ja, und da drüben ist eben Kirchberg. Da fahre ich gleich durch. Natürlich morgens was los, unter der Woche, mitten am Tag. Das ist das Theater. Und eigentlich heißt die Brücke ja so. So, und wieso soll man sich denn hier küssen? Hier guckt man gefälligst spazieren, was man alles so sieht. Und genießt die Aussicht. Und das da? Das ist die Philharmonie. Ja, hier gibt es einen richtig schönen Radweg. Und der Radweg, der geht jetzt bis ans Ende von der Stadt. Bis zum Stadtrand. Ist mir auch noch nie aufgefallen, das Gebäude. Da kommen anscheinend Läden rein. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber sieht gut aus. Ja, ich bin am Busbahnhof in Kirchberg. Der ist hier unten drunter. Da fahren ganz viele Linien von hier weg. Auch nach Wasserbillig. Aber ich fahre ja nicht mit dem Bus, ich fahre mit dem Rad dahin. Oder
Zumindest habe ich es mal vor. Ich hoffe mal schon, dass es klappt. Also ich habe ja auch schon fast 8 Kilometer. Es sind ja nur noch knapp über 30. Also fast nichts. Hier ist ja eigentlich die Endstation. Oder der Wendepunkt. Da ist auch eine neue Brücke jetzt. Die ist dann für die Straßenbahn. Ja, ich bin hier an einem großen Autobahndreieck, würde ich sagen. Oder das ist ein Kreuz vielleicht auch. Nee, Dreieck glaube ich nur. Da hinten nach links geht es Richtung Trier. Die hier, die kommen von der Peripherie oder sowas. Also die Umfahrung, die südliche, um die Stadt. Und in die Richtung geht es nach Ettelbrück. Oder die kommen eben von daher. Das ist heute meine Tour am Schalttag. Genau, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Kann sein. Deswegen mache ich das heute. Genau. Wer weiß, was in 4 Jahren los ist. Und ich weiß auch nicht, was ich vor 4 Jahren gemacht habe. Keine Ahnung. Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber an die Tag heute, glaube ich, da werde ich mich dann doch noch lange erinnern. Obwohl die Tour ist ja jetzt nichts Besonderes, sag ich mal. Sie ist nicht besonders lang. Sie ist jetzt vielleicht auch nicht so besonders schön. Gibt bestimmt schönere. Ja, es liegt halt eigentlich nur am Datum. Und dass ich am besten ankommen möchte, bevor es dunkel ist am Bahnhof. Also geht ja jetzt schon gleich die Sonne unter. Aber der Rest von der Strecke ist jetzt relativ einfach. Es geht tendenziell immer runter. Ja, hier ist zwar gerade Baustelle, aber sieht gut aus. Auf der linken Seite, denke ich, komme ich schon vorbei. So, ich bin in Senninger Berg. Huch, eigentlich wollte ich den Turm hier drauf machen. Das könnte auch mal ein Bahnhof gewesen sein vom Charlie. Also von der Charlie-Bahn, die hier lang ging. Das ist auch so ein Stück, was ich hier fahre. Ich bin jetzt in Hostert. Hier ist eine geniale Aussicht auf das ganze Siertal. Es liegt nämlich so ein bisschen oberhalb hier am Hang. Sehr schön. Und hier ist auch ein alter Bahnhof vom Charlie, von was sonst. Und hier ist auch wieder diese schöne Kapelle. Nächstes Ziel, hier Zwischenziel Arnster. Und ich bin auch wieder mit meinem MTB unterwegs. Da ist mir irgendwie doch lieber inzwischen. So, auf der Bahntrasse von Charlie.
aber nicht mehr lang, dann biege ich ab. Weil ich will ja nicht nach Echternach. Das mache ich mal ein anderes Mal. Hebe ich mir auf. Gibt es auch irgendwie so Punkte? Also so Nummern. Wir sind jetzt bei 172. Und ich muss Richtung Rodenburg. Nach 169. Und der Zug da hinten auf dem Spielplatz, der ist der Renner. Jetzt habe ich mir mal das Schild nochmal angeguckt. 8% Steigung auf 650 Meter. Ja, vielen Dank. Es könnte ja auch sein, es hat 8% Gefälle. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin hier definitiv beim Velosommer schon die Strecke gefahren. Also ich habe jetzt schon beinahe die Hälfte von der Strecke. Jetzt weiß ich gerade noch nicht mal, wie das hier heißt. Aber an der Bushaltestelle habe ich auch schon mal Pause gemacht. Ja, jetzt weiß ich es, das heißt Ohlingen. Und da hinten an den Wegweisern muss ich nach rechts. Ich bin jetzt in Betzdorf. Ich bin doch den direkten Weg über die Straße gefahren, weil es geht dann doch ein bisschen schneller als hinten rum durch die Hügel und so. Und hier ist so betreutes Wohnen für, ja, ich würde jetzt mal sagen, beeinträchtigte Personen. So ganz große Anlage hier. Das habe ich auch schön gemacht und das ist ein Schloss. Es wird auch dafür genutzt. Das sieht schon toll aus, ne? Richtig tolles Teil. Ganz schön groß, wie gesagt. Hey Kutsche. Moin. So, das heißt hier jetzt Hagelsdorf. Das ist ein Ort vor Wecker. Sieht auch schön aus, die Kirche. Ich bin in Wecker am Bahnhof und ich habe jetzt noch, naja, vielleicht so 8 Kilometer oder so. Aber es wird eben jetzt schon langsam dunkel. Und dann hat das auch keinen Wert mehr zu filmen. Also ich glaube, ich filme halt erst wieder, wenn ich in Wasserbillig am Bahnhof bin. Ich meine, ich kenne die Strecke ja schon und ich fahre die jetzt auch zu Ende, die paar Kilometer, das juckt mich nicht. Genau, dann sehen wir uns am Bahnhof in Wasserbillig. Bis nachher. Ja, das war also meine Tour zum Schalttag. Ich habe über 40 Kilometer, also 40,5 oder 6, sowas in dem Dreh. Und dann war es das jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke fürs Anschauen.